Damit herzlich willkommen zu einer Runde von Rainbow Six Siege mit Jendrik. Hi. Der Flammkuchen ist. Ich habe noch 9% Akku auf meinem Handy. Echt nicht in deinem Handy? Nicht immer mein Handy. Auch witzig, okay. Dass das aber seit gestern Morgen witzig. Halt schon an ist. Ja. Ich muss sagen. Was machen wir? Wo gehen wir hin? Weiß ich nicht. Den Pissoir. Ich nehme den Easy Ball. Ja, ist mir klar. Ich komme mit dir. Wir wollten rum, also vorne, Juweleneingang. Ja, ich bin für hinten rum. Hinten rum ist immer ein schöner Eingang. Ach so ist das. Mit sowas spiele ich zusammen. Tut mir leid. Kann ich auch nichts mehr machen. Schreib das doch mal deiner Vegetarierin. Hintenrum ist immer ein schöner Eingang. Kannst du auch Bianca schreiben. Ja, warum? Du hast das doch von dir gegeben, nicht ich. Ich habe das ironisch wiedergegeben, als wenn man das sich als Ironie wiedererkannt hat. Ich bitte dich. Ach, Entschuldigung, das. Der eine hat einfach so ein Holzmodem, ey. Nein, das liegt meistens gar nicht am fucking Internet bei denen, sondern das liegt halt auch, weil das Spiel an sich nicht lädt. Es ist eine Mischung aus beiden meistens. Liegt an dem guten Spiel. Ich habe aber auch irgendwie. Gefühlt unten läuft es nicht flüssig. Ja, es ist unten. Unten. Ah, hallo, 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 hallo. Das ist ein Mute, das ist ein Blitz. Hab eigentlich alle einmal angeschaut. Ja, habe ich. Das ist natürlich jetzt so ein Problem für uns. Inwiefern? Ja, kein Dingens. Wir haben nichts zum Elektro-Dingens und so wegmachen. Ach so. Ne? Ist natürlich richtig ärgerlich, ja. Kommst du gar nicht mit mir hier unten rum? Doch, ich bin unterwegs zu dir. Bin nur falsch gespawnt tatsächlich. Ich habe nicht aufgepasst. Pass auf, da war halt einer, ne? Ja. LOL. Er putte sich einfach vor mich, alles klar. Du bist so lebensmüde, ne? Ich? Ja. Manchmal. Du bist fast gestorben. Da ist einer. Ich bin down, das ist doch zum Kotzen. Das ist doch so zum Kotzen, Mann. Wo war der? Er ist durchgelaufen. Okay. Ach, die Granate geht gar nicht hoch. Ja, weil die Neger haben. Schön. Nachdem der Gegner einfach an drei Spielern vorbeiläuft und mich tötet im Raum. Der Schuss, ey. Hm? Ich hab das nicht gesehen, ich bin ja rechts rumgelaufen und dann weiter schon weg. Also. An mir ist er nicht vorbeigelaufen, der ist von vorne, ja, wahrscheinlich irgendwo. Ja, nee, er ist halt von der Garage gekommen, aber guck mal, ich rein, weißt du, du und der
Und der Sniper steht da und er läuft einfach weiter, um mich zu töten. Hm. Komischer Dude. Ach so. Lass doch mal jemanden wählen. Der Sledge war auf jeden Fall eine richtige Wahl. Die Wände damit aufzumachen war sehr gut. Hast du ironisch gemeint? Nein. Ich hab ja damit die Wände aufmachen können, das war ganz gut. Ja. Kam so ironisch rüber. Nein. Ich hatte ja das Sledge und ich hab damit ja die... Naja, why? Weil wir konnten ja nicht durch die anderen Wände durch und ich hatte ja sonst keine Charges und so. Darum war das ganz gut, dass wir mit dank dem Hammer da durch die anderen Dinger durchgekommen sind. Fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Alles verstärkt ist ja aber auch nicht. Hast du noch was zum Verstärken? Vielleicht. Und hinter dir ist noch frei. Oh, kannst du mich vielleicht mal heilen? Danke. Und 5 HP. Warte, ich kann nochmal. Danke. Wir müssen aufpassen. Dass der Raum hier drinstehen sollte. Ich bin tot. Ich weiß nicht von wo. Er ist drin. Er ist down. Da ist noch einer. Der ist auch down. Er läuft einfach in den Raum rein. Ja. Ja. Sein, der Tachanka ist eigentlich ziemlich witzig aufgestellt. Ja, das stimmt. Wo? Kann ich dir nicht sagen, ich sehe es nicht. Er kommt eine Drohne rein. Mhm. Rechts. Und geh aus dem Raum raus. Er ist weggegangen von seinem Platz. Ich habe ihn eingespottet. Der Schrank ist weggegangen. Da ist rechts, 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 rechts. Ja, Mann. Ich weiß das ja nicht. Ich habe in der Sekunde, wo du rechts gesagt hast, stand ich halt so, dass es rechts für mich das Fenster war. War er auch? Nein, er war aber nicht am Fenster, war halt im Raum drin. Und am Fenster. Ja, aber der Raum war gefährlich, ja. Und ich habe mich dann umgedreht und dann war vorbei. Wir haben wieder nach unten gehen, glaube ich. Ja, der Junker ist versaut. Er hat die Runde früh verloren. Der Junker konnte die komplette Zeit über in den Gang vorne reingucken und geht dann weg und ist weg, ist woanders hingerannt. Und wo er weggegangen ist, ist einer durchgelaufen, einer ist vorne in den Raum rein und einer ist rumgegangen und hat durchs Fenster in den Raum reingeguckt. Das war ja auch der, den ich meinte, dass rechts einer wäre. Der ist halt rechts reingelaufen. Ja, aber der war noch nicht da, wo du es gesagt hast. Der andere Typ war vorher da. Weiß ich nicht, kann TS-Verzögerung sein. Bei mir war da... Ich hab dir gesagt, als da... Wo sind die? Sind die unten? Oder sind die hier oben? Eigentlich müssten die auch wieder unten sein, nachdem sie es nicht geschafft haben. Ja, sind zwar okay.
Top Gun ist da. Ja, das ist ja eh Louis. Jäger ist auch da. Also wie gesagt, ich hatte halt dann nur gesagt, dass er halt rechts war, was bei mir halt dann da war. Man hat ja an das Fenster reingeguckt, ich habe aber aus meiner Sicht natürlich nicht gesehen, dass da auf der anderen Seite einer war. Weil das konntest du nicht, aber das hast du gehört, weil da stand, dass der Raum gesichert wird. Ja, aber dass der Tashanka weggelaufen ist, das war einfach nur, das hat die ganze Runde verloren. Der konnte den ganzen Zeit in den Raum reingucken, ist ja einfach weggerannt. Und die Wand offen machen? Ich hab schon anerkannt. Ja, doch, kann ich. So. Ich komme hier nicht rüber. Was ist zum Henker? Wo ist meine Breachschatz abgeblieben? Achso, ist das so, was da noch rein? Wir haben halt leider keinen Thatcher mehr, wobei der Thatcher halt nicht da ist. Ich habe eine EMP-Granate geworfen. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Wovon werde ich denn angeschossen, sag mal? Ich bin doch. Von wo werde ich angeschossen? Oh, jetzt kommt er von hinten. Er ist aus dem Raum rausgelaufen. Ey, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Da steht einfach 2-1 für diese Faggot-Gegner, die einfach nichts können, ey. Boah, unser Cupcard hat einfach 0-3. Boah. Jetzt 160 Punkte, Mann. Man kriegt ja fürs Geiselspotten oder Punktspotten schon mehr, ey. Was für ein Lauf, Alter. Ah, ein Teamkill gemacht, das ist der Kachanka gewesen von letzter Runde. Kachanka einfach scheiße, weißt du, ey. Du wurdest entdeckt. Ja, hättet ihr wohl gerne hier reinzuspringen, ihr Pisser. Ja, wobei. Zugangssperre einsatzbereit. Abstand halten. Heute hat er ja alles zugemacht, der Pisser. Also unser Mate ist tot. Ich
Garage halt. Schön. War nicht der beste Move, den er gemacht hat. Da ist gerade eine Drohne durchgefahren. Die waren das auch down. Nice. Noch einer, da ist noch einer in der Garage. Ich habe noch 21. Ach, ich pick jetzt einfach nochmal. YOLO! Scheiße. Dann kommt er in der andere, um die andere Ecke, ey. Ich hatte 50-50 Chance. Lass dich alle den Raum mit Faggots, ey. Was macht er denn? Wow, was? War absolut notwendig. 15 Sekunden. Kommt halt noch eine Drohne, ey. Schön. Meine Fresse, ey. Ah, war voller Headshot, hab ich schon gesehen. Ja, auf jeden. Aber was nun? Hibana. Aber bei, die sind ja jetzt oben irgendwo, ne? Ja, ich hab's schon gehört. Die sind ganz oben. Oh, doch nicht. Ja, das ist die Sounds in diesem Spiel, ne? Du bist ganz oben. Das ist immer das Gleiche. Du denkst halt, die werden oben und... Das ist halt in diesem Archiv, ne? Genau. Ja, die Frost, ne, an den Fenstern halt. Ja, das ist übliche. Ernsthaft, jetzt habe ich hier so einen Pappkarton auf dem stehen. Ich gehe hinten über den Seiteneingang rein. Hier schon einer gestorben. Unser Matt ist schon tot. Aber oben aus dem Fenster. Das hat mir jetzt... Ja, alles klar. Es explodiert einfach 5000 Kilometer entfernt. Ich habe noch 42 Leben. Sünde. Hä? Sünde. Ja. Ach, er steht da. Man erkennt in diesem Spiel aber auch nichts einfach. Sünde. Drecks Game einfach nur. Du kannst auch nichts erkennen, Mensch. Der Typ steht einfach mitten im Raum rum, du siehst es einfach nicht. Kapkan ist daneben in diesem Raum. Ich hab Angst, hier irgendwo runter zu gehen, ey. Wo kann man denn hier nochmal runterspringen? Da. Unter dir ist Kapkan. Genau unter dir. In dem Raum. Ja, noch 20 Mal, danke.
So, der ist tot, okay. Unter dir. Ja. An der Treppe war einer. Ich weiß nicht genau, wo er hingelaufen ist. Man hat ihn. Ich habe ihn gehört. Ich glaube, der ist aber weggelaufen. Ey, du siehst ja gar nichts, wenn du hier runter guckst. Nö, warum auch? Warum sollte man? Rechts ist deine. Ja, rechts kann er auch. Kap, kein Draht. Das ist mir egal. Ja, macht er doch auf. Das ist eine gute Idee. Danke. Das ist relativ viel. Boah, man schließt diese geile Texturen da drin. Wie sie sehen, sehen sie nichts, ey. Ja, richtig. Hier ist der's. Was? 10 Sekunden. Letzter verbleibender Gegner. What? Ist nicht nah. Ja, sie ist in der Falle reingelaufen. Ach, scheiße. Mann, wenn das Schild nicht da gewesen wäre, hätte ich ihn gehabt. Ja. Der eigene Trupp hat den Bio gefahren. Ach, Mann. Gesichert. Mission gescheitert. Der Gegner gewinnt. Janik. Nicht. Fans trauen um ihr Idol, Tränen vor George Michaels Haus. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Ich wurde entdeckt. So. Schon ein krasser Typ. Ja. Kannst hier was reinforcen? Kann ich vielleicht? Weil ich habe ja 4 Patrouillen, dann kann ich hier richtig geil alles unter Strom setzen. Nice, nice. Ich weiß immer noch nicht, warum das in der einen Folge, in der einen Map, dieser Bartlett Map, dieser anderen neuen da, warum das vorhin so war, dass das weg war. Ich weiß nicht, welcher meiner geilen Mates also das kaputt gemacht hat. Irgendeiner muss es kaputt gemacht haben. Weil ich hab's logischerweise nicht kaputt gemacht, meine eigene Batterie. Das macht keinen Sinn. Das kann ich dir auch nicht sagen. Hast du ein Schild, was du irgendwo hinstellen kannst? Ja, ich bin gerade dabei. Weil ich hab noch einen Teil. Ja, irgendwer portet sich die ganze Zeit halt vor mich auf. Kann man dran vorbeilaufen? Komm an. Ja, aber in der Schnelligkeit werden die eh daran rüberspringen. So ist das. Ich hab noch eine Batterie über und kann die bei nichts benutzen quasi. Okay. Hm. Oh, der kommt der Fuse irgendwo. Bitte nicht. Ja. Ich lieg unterm Tisch. So wie man das beim Erdbeben machen soll. Du gehst drauf. Ja, es macht auch keinen Sinn, aber ist egal. Das Ding ist einfach so lächerlich, was wie das geflogen ist. Ja. Yeah. Bitte nicht. Wow.
Ach, den Patch, dieser Operator einfach nur der übelste Rotze, der ist so lächerlich einfach. So ein AIDS geworden einfach nur. Vorher musstest du die Leute wenigstens noch vernünftig damit treffen. Ich weiß es nicht. Macht teilweise einfach null Sinn. Weißt du, ich meine, er setzt das Ding oben auf die Decke. Weißt du, oder oben auf den Boden. Und dann, und das Ding Mervin fliegt einfach quer durch die Decke. Es fliegt in einem 45-Grad-Winkel aus der Decke in meine Richtung, prallt oben auf dem Drucker ab und fliegt genau in mein Gesicht rein. Es macht so keinen Sinn einfach nur. Ja, in dem Raum sind sie eigentlich relativ safe, weil da ist alles geelektrified. Er geht natürlich raus. Ich habe jemanden verletzt. Alles. Ist er dumm, er muss doch rein. Er muss doch rein. Es ist nicht wahr. Wir verlieren deswegen. Gegner haben den Behälter gesichert. Mission mit eigenen Trupps gescheitert. Kann das sein? Wie können Leute die grundlegende Spielmechanik nicht kennen? Verstehe ich, wie solche Menschen überhaupt. Ja. 006, Alter. Nicht mal 1000 Punkte. Na gut, ich würde sagen, das war wieder eine sehr gute Folge von Rainbow Six Siege. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.